Soul Resurrection. Willkommen zurück zum neuen Projekt. Ich wollte schon fast wieder One Piece sagen. Willkommen zu Bleach Soul Resurrection. Wie ich auf dieses Spiel kam, ich weiß nicht, ich hatte es. Das war eigentlich das erste Projekt, eigentlich, was ich geplant haben. Ja. Das war eigentlich das erste Spiel, was ich spielen wollte auf der PlayStation 3 zu Let's Playen. Dann habe ich mich für One Piece entschieden. Das Ganze ist Englisch gerade eingestellt. Ich werde es aber, glaube ich, auf Japanisch stellen. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es gerne entscheiden, Englisch oder Japanisch. Ich würde sagen, machen wir die erste Runde Englisch und die zweite Japanisch. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, was ihr haben wollt. Wir gehen auch direkt in die Story-Modus, ja. Das wechselt ja schon mit Kreis und so. Das ganze Spiel ist übrigens Englisch. Das Spiel gibt es nicht auf Deutsch, obwohl die Hülle Deutsch ist. Dafür war das Spiel auch teurer, was ich zuerst nicht verstanden habe, aber gut. Episode 1. On to Hook Mondo. Ja, das ist ein magischer Name. Das ganze Spiel mit Ichigo Kurosaki. Wir spielen auf Normal erstmal, bevor wir auf Hard gehen. Ichigo Kurosaki returns to the world of the wollte ein Aizen has used the Hogyoku to create Arrancars, plotting a new invasion. Aizen also takes note of Orihime Inoue's powers and orders one of the Espadas, Ulquiorra Schiffer, to kidnap her and bring her to Wako Mundo. Upon discovering this, Ichigo travels to Wako Mundo with Uryu Ishida and Chad to rescue Orihime. Und so würde ich sagen, geht's auch mal direkt los. Den Erzähler mag ich auch sehr schön. Ich sehe auch jetzt für Ladebildschirm sehr gut gemacht. Die Attacken, die wir drauf haben, mit Dreieck, können wir ein Getsuga Tenshu machen. Auf Kreis ein Shiretsu Hokiki. Auf Kreis in der Luft ein Tenbu Renjin. Ach du Scheiße. Mit L2 Hollow Getsuga Tenshu und mit Viereck Combo-Attacke mit Luft und alles Mögliche. Das Spiel haben sie ganz gut gemacht eigentlich. Mir macht auch sehr viel Spaß. Man hat, das ganze Tutorial. Man kann hier lang sausen. Man kann springen in der Luft lang sausen. Man kann angreifen. Ich kann eben ein Getsuga Tenshu abfeuern und noch vieles mehr. Wenn wir hier Sachen zerstören, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich es treffen würde. Genau, so wie den Baum jetzt, kriegen wir Punkte, das sieht man unten links, das sind Seelenpunkte. Und Attacken lang auch richtig weit. Damit können wir unseren Charakter leveln, unten rechts sieht man, wie viele Gegner wir besiegt haben. Und man kann jetzt eben normal gehen, rennen, sprinten. Oben sieht man so Leben und alles, oben rechts eine Karte. Und ja, wir sind jetzt gerade in Las Notches, die Welt der Hollows. Wir sind Kurosaki Ichigo, das ist so gesehen der Hauptcharakter von Bleach. Jetzt tauchen das sind gerade Hollows. Das sind eher schwache Bestien, so. Wir können hier auch Kombos machen, alles mögliche. Das ist das Tenbu Renjin, das können wir natürlich auch ganz halt spammen. Und dazu können wir natürlich noch hochspringen, um die Kombo zu erweitern. Es gibt's. Die Charakterauswahl ist auch groß, muss ich ehrlich sagen. So, dieser Spirit-Attack und bla bla bla. Die Attacke können wir auch in der Bewegung einsetzen, natürlich aber nur ein. Presto Boost, damit können wir unsere blauen Balken wieder aufladen. Und jetzt mal die Kreisattacke, die Kiretsu Hokeki. Das sind manchmal nah. So, besiegen wir mit den Hollows, so ein Getsuga Tenshu können wir nicht abfeuern. Links sieht man jetzt den Modus, den werde ich mal kurz einsetzen. Da setzen wir nämlich die Holo-Maske auf. Jeder Charakter hat verschiedene Modus. Unsere Attacken haben sich auch erweitert. Man sieht, wir sind stärker geworden. Das ist bei jeder Attacke so. Wenn man ein bestimmtes Leben verliert, am bestimmten Balken, ist das Kostüm auch andersweitig zerfetzt. Und die Maske wird auch teilweise zerbrochen sein. Man kann auch jetzt hier selbst die Gebäude zerstören. Das finde ich richtig geil eigentlich. So, wo müssen wir lang? Wir müssen da lang. Wenn ich jetzt nochmal auf L2 drücken würde, würde ich Igniten-Attacke einsetzen. Das wäre unsere
ultimativer Angriff. Die setze ich aber noch nicht an, die zeige ich euch nämlich am Ende dieses Partes. Ja, heißt das so? Keine Ahnung. So, unten sieht man so immer kleine Sprecher. Es war gerade, Neil? Dann Neil 2. Dieses kleine Baby war mal Espada Nummer 3. Zu den ganzen Espadas und so werden wir aber noch kommen. Warum wir überhaupt jetzt in Las Noches sind, ist der Grund, dass Orohime, ich weiß nicht, ob es ausgesprochen wird, entführt worden ist von Ulquiorra Schiffer, wie man ganz am Anfang schon erwähnt worden ist. Ulquiorra, ist Espada Nummer 4, das heißt, desto niedriger die Zahl, desto stärker sind die. Von den Espadas gibt es 10 Stück, das heißt 9. Also so gesehen gibt es wirklich 10. Der Anführer von den Espadas ist Aizen. Suzuka Aizen, um genau zu sein. Ihr Name werdet ihr vielleicht schon gehört haben auf meinem Account. So, das ist ein Tortoisen. Das ist ein stärkerer Hollow, dessen Verteidigung sehr stark ist, so ein kleiner Mini-Boss. So, wenn er jetzt so ist, angreifen am besten, denn so kann man ihn zum Kippen bringen, wo man ihn denn angreifen kann. So. Den hätten wir jetzt natürlich jetzt besiegt. Es gibt natürlich verschiedene Monsters. Es gibt drei Fraktionen, würde ich sagen. Und zwar gibt es Shinigamis, Hollows und Arrancas. Was wir sind, ein Shinigami. Gegen was wir hier gerade kämpfen, sind Hollows. Und dann gibt es jetzt noch die Arranca. Aber zu denen werden wir noch früher oder später kommen. Was kann man noch sagen, was mir gerade nicht einfällt? Genau. Na, jetzt kommt gerade eine Sequenz. Das ist ja, wir sind eigentlich schon kurz vorm Ende der ersten Episode. Was uns da jetzt vor uns steht, ist ein Mendus Grande. Ist das der Name? Mendus Grande. Die sind ja schon fast die stärksten. Aber nicht gerade stark jetzt so. So, was er jetzt da gerade macht, ist eine starke Barriere, die wirklich durch nichts gebrochen werden kann. Das heißt, damit schützen sie und unsere Angriffe können nicht durchgehen. So, ich habe ihn, glaube ich, nicht getroffen. Was er da abfeuert, sind Zeros. Aber die schwache Variante. Das heißt, die Attacke, dieser Zero geht schneller einzusetzen, aber zieht auch nicht so viel ab dafür. So, ich freue ein paar Getsuga Tenshus auf. Was ich klasse finde, ist, dass wir auf diese Gebäude gehen können. Leider zerstören wir dabei auch. Und wir haben den Mendus Grande besiegt. Aber das war's leider nicht. Denn er, ja, hat noch ein paar Freunde mitgebracht. So, ja. So, finde ich auch zu geil. So, jetzt haben wir eine gute Höhe und können die ganze Zeit jetzt so rumfliegen. Finde ich richtig geil. So, Ichigo Kurosaki. Die Shinigamis haben nämlich eine normale Form. Danach können sie das Schwert freisetzen. Das ist so gesehen die Shikai-Form, wenn ich mich recht erinnere. Da verändert sich das Schwert so ein bisschen und kriegt Fähigkeiten. So. Und dann gibt es noch den finalen Modus, das Bankai. Was wir zum Beispiel jetzt sind, wir sind direkt im Bankai-Modus. So. Das wird ganze Zeit so sein in der Story. Und zu den anderen werden wir noch kommen. So, den besiegen wir mal so schnell. Und die anderen beiden mache ich jetzt mit einem Schlag fertig. Und zwar mit unserer ultimativen Technik. Das wäre das. Das wäre das Hollow Getsuga Tenshu. Man sieht, die Reichweite ist enorm. Die sind sofort besiegt. Das ist so die ganzen Resultate. Wie viele Punkte wir genommen haben. Schwierigkeit normal, Zeit. Der Schaden und Ignito-Bonus. Rang B haben wir bekommen. Bisschen traurig, aber kann man jetzt nichts machen. Ich hoffe, ich habe
euch soweit, ja, die Einführung. Einführung, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall euch schon mal den Großteil erklärt. Es kommen natürlich noch mehr Parts, wo ich noch mehr erklären werde. Es gibt natürlich auch hier natürlich auch Challenge. Und wir haben gerade Urio Ishita freigeschaltet. Episode 2 und Episode 3. Ja, bla bla bla. Zu dem werden wir noch später kommen. Ich werde natürlich eine Reihenfolge machen. Ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Episode 2, Castle of Hollows. Bis dann und ciao.